und herzlich willkommen hier auf meinem YouTube-Kanal. Das Internet ist ja für viele so eine Einbahnstraße, vor allen Dingen für diejenigen, die selber Inhalte erstellen. Da wird versucht, so viele Nutzer wie möglich auf die eigenen Präsenzen zu locken und den anderen gönnt man das Schwarze unter den Nägeln nicht. Ich persönlich finde das immer ein bisschen schade, weil ich glaube, dass man gemeinsam mehr erreichen kann und weil ich glaube, dass die Vielfalt der Meinungen ein Thema durchaus bereichern kann. Nur ist es eine Sache, nur darüber zu reden, man muss auch machen und genau aus diesem Grund mache ich heute mal etwas. Ich stelle euch 10 andere deutschsprachige YouTube-Kanäle zum Thema Amateurfunk vor. Los geht's! Mein Platz Nummer 10 ist der YouTube-Kanal VQTech von Delta Kilo 5 Victor Quebec. Den gibt es schon seit 2014, also sogar länger als meinen Kanal. Und ihr könnt hier insgesamt 57 Videos derzeit entdecken. Die beschäftigen sich aber nicht alle mit dem Thema Amateurfunk, sondern zum Beispiel auch mit alten Traktoren oder mit Hunden. Und da mir Hundebesitzer sowieso sympathisch sind, habe ich den auf jeden Fall hier aufgenommen. Nein, Scherz beiseite, es gibt hier wirklich tolle, interessante Amateurfunkvideos zu entdecken. Unter anderem gibt es hier eine ganz, ganz tolle Serie zur Logbuchsoftware Log4OM. Da ist der Einstieg so ein bisschen schwierig und wer da Hilfe braucht, der findet hier die entsprechenden Tutorial-Videos dazu. Das Einzige, was hier so ein bisschen schade ist, ist so, dass so ein bisschen die Kontinuität fehlt. Da sind teilweise mal eine Lücke, ist da teilweise mal drin vor einem Jahr. Da wünsche ich mir, dass da ein bisschen mehr kommt, denn auch dieser YouTuber hat ein wirklich gutes Verständnis von der Materie und ist zu empfehlen. Mit derzeit 1070 Abonnenten, aber daran könnt ihr ja jetzt was ändern. Mein Platz Nummer 9 auf der Liste ist der YouTube-Kanal von Michael Renner, DD0UL. Der ist schon eine ganze Zeit lang auf YouTube unterwegs, macht aber erst seit 2016 Videos und in dieser Zeit sind eine ganze Menge zusammengekommen. Insgesamt 160 Videos hat der Michael schon gemacht, also wirklich viel, unter anderem hier zum Pluto SDR zum Beispiel oder auch viele Videos zum Kenwood DHD 74, wo ich auch schon ein paar Videos drüber gemacht habe und. Also hier gibt es wirklich eine ganze Menge zu entdecken und ich finde, er gibt sich sehr viel Mühe bei seinen Videos. Auf jeden Fall ein sehr, sehr interessanter Kanal, den ich hier natürlich so ein bisschen damit auch in den Fokus rücken möchte, damit wir von den 457 Abonnenten so ein bisschen nach oben kommen und ich hoffe, ich kann damit so ein bisschen helfen. Kommen wir zum Platz Nummer 8. Das ist der Kanal Heinz Just Me von Delta Lima 8 Mike Hotel. Und das ist wieder so ein Mischkanal. Das heißt, hier gibt es nicht nur Amateurfunkvideos, sondern zum Beispiel auch ein Video darüber, wie der gute Heinz 30 Kilo abgenommen hat. 30 Kilo, alter Schwede. Da wäre ich ja fast halbiert. Naja, fast, aber auch nur fast. Ja, aber hier gibt es nicht nur dieses beachtliche Video, sondern insgesamt 232 weitere interessante Videos. Zum Beispiel gibt es hier wirklich sehr viele interessante Videos zum Thema Antennenbau, Dipol, Balun, solche Sachen. Das ist wirklich schön, da kann man sich reinlesen. Und es gibt einen ganz tollen Telegrafiekurs vom Heinz. Also wer da anfangen möchte mit Morsen, der findet das hier ebenfalls. Da ist dieser Kurs, da auf jeden Fall auch mal reinschauen. Ein wirklich schöner Kanal, den ich nur empfehlen kann, der aktuell 1750 Abonnenten besitzt. Mein Platz Nummer 7 ist der YouTube-Kanal Amateurfunk-Kolloquium. Das Amateurfunk-Kolloquium ist etwas, was von einem DAC-Ortsverband in München gegründet wurde und was 2019 zum ersten Mal stattfand an der TU München mit jeder Menge Fachvorträgen. Und diese Fachvorträge, die hat man alle aufgezeichnet und auf diesem YouTube-Kanal zur Verfügung gestellt. Mittlerweile sind weitere dazugekommen, sodass hier insgesamt 29 Videos mittlerweile online stehen und das sind, wie gesagt, alles Fachvorträge. Ihr seht das auch an der Länge der einzelnen Videos. Hier 40 Minuten, eine Stunde, über eine Stunde. Also das sind wirklich Sachen, wo viel komprimiertes Wissen abgespult wird und wo man eine ganze Menge lernen kann. Auch für diejenigen, die keine Zeit hatten, zu den entsprechenden Vorträgen zu gehen. Ja, aus diesem Grund ist das auf jeden Fall eine Empfehlung, da mal vorbeizuschauen, hier beim Amateurfunk-Kolloquium mit aktuell 391 Abonnenten.
Ja, und damit kommen wir auf Platz Nummer 6 zu einem echten Urgestein der deutschen Funkamateur-YouTuber, zu DD7LP bzw. Christian Pedersen aus Bromstedt, der schon seit 2008 YouTube-Videos zum Thema Amateurfunk veröffentlicht, also schon seit 12 Jahren. Das ist somit einer der ältesten, die ich kenne, die das machen. Und das war auch einer der ersten Kanäle, die ich 2013 dann entdeckt habe und wo ich viele Videos mir angeschaut habe. Es ist allerdings, das muss man sagen, ein Mischkanal. Das heißt, ihr findet hier nicht nur Videos zum Thema Amateurfunk, sondern auch zu vielen anderen Sachen, zum Beispiel rund um den Norden, also um Bomstedt, wo der Christian wohnt. Aber es gibt hier immer wieder viele, viele interessante Sachen zum Thema Amateurfunk zwischendurch. Insgesamt 127 Videos sind hier online und da ist auch schon ein beachtliches Wissen, was hier zur Verfügung gestellt wird. Ja, in der letzten Zeit ist es ein bisschen ruhiger geworden, da sind ein bisschen weniger Videos gekommen. Verständlich, der OM hat ja schon eine ganze Menge geleistet und er hat auch schon einiges aufgebaut, insgesamt 3760 Abonnenten. Wer ihn aber noch nicht kennt, der sollte auf jeden Fall auch hier mal natürlich vorbeischauen. Platz Nummer 5 ist dann die Faszination Amateurfunk. Ein YouTube-Kanal, den es auch schon ein bisschen länger gibt und wo mit einem relativ großen Team und mit professioneller Ausrüstung Videos rund um das Thema Amateurfunk produziert werden. Das Ganze wirkt zugegebenermaßen so ein bisschen steif wie früher die dritten Programme, sowas wie Telekolleg, Amateurfunk vielleicht, aber es gibt durchaus interessante Inhalte hier zu entdecken. Knapp 99 Videos sind hier aktuell online. Hier findet ihr vor allen Dingen jede Menge interessante Interviews, die geführt werden, und es gibt hier auch Diskussionsrunden rund um verschiedenste Themen, wie zum Beispiel Fuchsjagd, Packet Radio, AMSAT und so weiter zu entdecken. Also auf jeden Fall auch hier mal reinschauen in die Faszination Amateurfunk mit aktuell 1240 Abonnenten. Mein Platz Nummer 4 ist dann so ein richtiges Schwergewicht. Der Filmer mit 4130 Abonnenten. Das sind ja sogar mehr als ich. Unglaubliche Frechheit. Aber sicherlich nicht ganz unverdient, denn hier gibt es seit 2015 insgesamt 88 Videos zu entdecken. Leider muss man sagen, ist das aber wieder so ein Mischkanal, zum Beispiel mit Videos über eine Honda, über einen Mähroboter oder auch ein vielgesehenes Video über eine alte Modelleisenbahn. Trotzdem gibt es hier für den Funker auch eine ganze Menge zu entdecken. Es gibt hier zum Beispiel viel zum Thema CB-Funk, aber auch zum Thema PMR und seit kurzem hier ein kleiner Lehrgang für die Klasse E. Das ist zumindest so teilweise, wo so ein paar Sachen erläutert werden. Eine ganz interessante Sache. Von daher auch hier sicherlich auf jeden Fall mal vorbeischauen bei der Filmer. Die Spannung steigt, wir kommen zu Platz Nummer 3, der geht an Jan Delta Kilo 1 Juliet Alpha November, der auf seinem YouTube-Kanal hier seit 2015 Videos macht und mittlerweile sind hier knapp 80 Videos entstanden und die sind wirklich querbeet. Es gibt Videos, die sind extrem kurz, wie dieses hier. Es gibt Videos, die sind extrem lang. Es gibt zu den unterschiedlichsten Themen hier Videos und der Jan nimmt euch immer so ein bisschen auch mit in seinen Amateurfunkalltag, was ich persönlich eine ganz interessante Sache finde, denn hier kann man eine ganze Menge auch für sich selber dann mitnehmen und viele neue Ideen bekommen. Ja, insgesamt ein Kanal, der ich, wie ich finde, so ein bisschen auch unterbewertet ist mit aktuell 657 Abonnenten, aber auch das könnt ihr ja jetzt ändern, wenn ihr den Kanal besucht und den lieben Jan abonniert. Auf dem zweiten Platz kommt dann der offizielle Kanal des DARC, DARC Ham Radio. Als der Kanal 2011 gestartet ist, da habe ich mir noch gedacht, das gibt nie etwas, wenn man sich zum Beispiel solche berüchtigten Videos ansieht, wie diesen DARC Amateurfunk-Trailer von 2011, dann läuft es einem schon so ein bisschen eiskalt den Rücken runter. Aber man muss sagen, der DARC hat sich extrem verbessert, vor allen Dingen in den letzten 2 Jahren hat sich viel getan, etwa mit der interessanten Serie Interview unter dem Turm
mit der lieben Stefanie Heine, DO7PR, die ich an dieser Stelle auch ganz herzlich grüße, oder den letzten Videos hier von der Ham Radio Online, die natürlich auch viele interessante Einblicke zu den unterschiedlichsten Themen geben. Also mittlerweile ein Kanal, den man durchaus auch empfehlen kann, ohne rot zu werden, und den auch ihr abonnieren solltet. Aktuell 1860 Abonnenten, und jetzt habt ihr es in der Hand, das zu steigern. Womit wir dann zu Platz Nummer 1 kommen, einem Kanal, den ihr alle liebt, ein Kanal, den ihr alle abonnieren wollt, ein Kanal, Moment mal, was stinkt denn hier auf einmal so? Boah, hier stinkt's ganz schön nach Eigenlob. Oh, nee. Okay, Spaß beiseite. Der Platz Nummer 1, der geht natürlich an Delta Lima 2 Yankee Mike Romeo, den lieben Michael Reichert, den ich an dieser Stelle ganz herzlich grüße, der hier seinen Kanal bereits seit 10 Jahren betreibt. Und hier sind mittlerweile 97 Videos entstanden, alle rund um das Thema Amateurfunk mit sehr interessanten Themen, immer mit sehr viel Fachwissen gemacht, mit sehr viel Herzblut gefilmt, und sie sind auch qualitativ sehr, sehr hochwertig. Also ein Kanal, den ich ruhigen Gewissens empfehlen kann. Aktuell 2900 Abonnenten, das ist auf jeden Fall noch ausbaufähig. Also schaut bei Michael vorbei, abonniert den Kanal, ihr werdet es mit Sicherheit nicht bereuen. Zum Abschluss möchte ich euch noch ganz kurz zeigen, wie diese Liste entstanden ist. Dazu habe ich mir in der Excel-Tabelle jede Menge YouTube-Kanäle reingehauen. Deutschsprachige YouTube-Kanäle, die sich mit dem Thema Amateurfunk beschäftigen. Hier findet ihr auch die URLs jeweils zum Anklicken. Dann habe ich mir rausgesucht, wann haben die angefangen mit dem Videodreh, wie viele Abonnenten haben die aktuell, wie viele Videos haben die online gestellt, wie viele Views haben diese Videos insgesamt und wie ist der Social Blade Rank. Social Blade, das ist eine Webseite, die alle möglichen Social Media-Kanäle rankt, YouTube zum Beispiel oder auch Instagram, und wo man nachschauen kann, wo derjenige weltweit, im weltweiten Vergleich steht, und diesen Rang habe ich hier eingetragen. Also je niedriger der Rang, umso besser ist der Kanal. Dann habe ich daraus so ein bisschen eine Art Ranking versucht zu basteln. Zum Beispiel habe ich mir angeschaut, wie viele Videos werden denn pro Jahr produziert, wie viele Views haben die einzelnen Videos im Durchschnitt. Das hat ja viel über die Qualität aus. Wenn Videos häufig angeschaut werden, dann müssen sie qualitativ auch ganz gut sein. Und aus diesem Grund habe ich ja auch so ein kleines Ranking hier unten, so eine Gewichtung eingebaut und dem eine etwas stärkere Gewichtung gegeben. Und zu guter Letzt habe ich noch mit einfließen lassen in das Ranking die Abonnenten, die jemand pro Jahr gewinnen konnte. Daraus habe ich dann hier so eine Top-Liste jeweils errechnet, das Ganze dann aufsummiert hier zu einer Gesamtsumme. Da aber ja die einzelnen Kanäle teilweise unterschiedliche Inhalte haben oder auch unterschiedliche Motivationen, habe ich noch einen Malus eingeführt. Kanäle, die sich rein mit dem Thema Amateurfunk beschäftigen, die bekommen keinen Malus, das wird also mit 1 multipliziert. Kanäle, die so gemischt sind, wie zum Beispiel der Kanal von der Filmer, der ja ein Video hat über eine Märklin-Eisenbahn, das 70.000 Mal angeschaut wurde, die bekommen einen Malus hier von 0,5, und Kanäle, die kommerzielle Interessen verfolgen, die bekommen einen Malus von 0,25. Das sind hier zwei Kanäle gewesen, zum Beispiel der sehr interessante Kanal von Lutz Elektronik aus der Schweiz, ein Händler aus der Schweiz, oder der Kanal von Ecki Plicht, der bei Vimo ist, und die verfolgen natürlich auch gewisse kommerzielle Interessen mit ihren Videos. Aus diesem Grund sind die hier so ein bisschen abgestraft worden in der Liste. Meine eigene Webseite habe ich natürlich, oder meinen eigenen Kanal habe ich grundsätzlich komplett rausgelassen, also mit einem Malus von 0 versehen, sodass ich hier am Ende auch 0 Punkte habe. Aber diese Liste, die stelle ich euch natürlich zur Verfügung zum Download. Es gibt eine ZIP-Datei, die ich unten drunter verlinkt habe. Da ist diese Excel-Liste mit drin. Das heißt, ihr könnt damit rumspielen. Und es gibt auch hier eine HTML-Datei, die könnt ihr importieren. Dann habt ihr all diese Seiten hier, die ihr hier gerade gesehen habt, dann zum Beispiel in eurem Browser, könnt ihr die dann importieren und dann direkt aufrufen. Soweit meine Liste der top-deutschsprachigen YouTube-Kanäle rund um das Thema Amateurfunk. Ich bin mir sicher, es gibt noch den ein oder anderen Kanal, den ich vergessen habe, den ich nicht mit aufgenommen habe. Aber nochmal zur Erinnerung, hier unten drunter in der Videobeschreibung zum Download, da gibt es die Excel-Liste, sodass ihr eure Kanäle da noch nachtragen könnt, vergleichen könnt, wenn ihr das denn möchtet. Und da in dieser ZIP-Datei zum Herunterladen, da gibt es auch eine HTML-Datei,
HTML-Datei zum Import in den Browser. Ja, ich hoffe, mein Video hat euch gefallen und konnte euch so ein bisschen helfen. Geht jetzt raus, abonniert nicht mal heute nicht mal meinen Kanal, sondern die anderen Kanäle, unterstützt auch die anderen Kanäle. Das würde mich freuen, wenn wir alle gemeinsam weiter wachsen können und unser Hobby gemeinsam pushen können. Falls euch das Video gefallen hat, dann lasst mir auf jeden Fall einen Daumen nach oben da und empfehlt mich weiter. Zum Abschluss wie immer vielen Dank fürs Zuschauen und tschüss, bis zum nächsten Mal.